Ja, ich glaube, das, was Stefan und Björn hier vorhaben mit dem Campus 99, ist eine ganz große Geschichte und kommt, glaube ich, zur rechten Zeit. Wer das ganze Thema Multi-Channel-Network und vor allen Dingen auch Monetarisierung von Inhalten und Webstars auf YouTube und anderen Videoplattformen sich anschaut, der weiß, dass es da aktuell eine Menge Probleme gibt, dass viele Ansätze im Netz unterwegs sind und auch viele Businessmodelle bestehen. Und ich glaube, der wesentliche Unterschied, ja, den man braucht, um erfolgreich zu sein, ist es, den Talenten und den Menschen, die für die Inhalte stehen, letztendlich auch eine echte Chance zu geben, die wirklich ernst zu nehmen. Und das macht Campus 99. Nee, also ich liebe das. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich freue mich jedes Mal über so viel Talent und so viel kreative Power. Und was in den letzten 2-3 Jahren auch bei 99 passiert ist, war wirklich ein Anstieg der Qualität auf ein neues Niveau. Und man sieht einfach, dass viele, viele junge Menschen verstanden haben, dass YouTube ihnen eine Chance bietet, sich zum einen auszuleben, kreativ auszuleben und zum anderen, wenn sie richtig, richtig gut sind, auch Geld zu verdienen. Ich habe mich als Referent hier auf dem Talentcampus wirklich super wohl gefühlt. Es hat viel Spaß gemacht in der Vorbereitung und auch heute. Ich bin echt total überrascht von diesem riesigen Zuspruch. Der Saal platzt ja aus allen Nähten und ich hoffe, dass das so weitergeht.